Könnt ihr mich hören? Könnt ihr meine Thrustmaster Pads sehen? Und könnt ihr meinen Rabattcode MONOFICIAL für diese und andere Produkte sehen? Gut, wir spielen Master of Puppets oder genauer Jack Holmes Master of Puppets, denn es gibt mehrere. Wir spielen ein Spiel, das ich mir eben erst gekauft habe. Es hat überraschend gute Bewertungen. Lasst uns mal reingucken. Und es war sehr gutes Wetter heute, Leute. Deswegen haben wir nichts gemacht. Deswegen habe ich nur gechillt draußen. Und geschrieben. Ja, ein bisschen. Morgen ist ultra gutes Wetter in Berlin. Aber lasst uns nicht über Berlin reden oder über morgen. Sondern lasst uns über den Antichristen reden und darüber, wie gut wir gepennt haben hier. So geil, einfach nur die Hose abgelegt, eine Kippe gezupft und dann im Bett eingeschlafen mit der Kippe und dem LED-Spiegel, der manchmal an und ausgeht. Waren wir alleine. Habe ich mal geguckt, wie ich von unten rum aussehe. Aber genug von mir. Zurück zum Spiel. Ja, dieses Zimmer zeigt doch eigentlich ganz gut, was es für ein Typ ist. So, und auf geht mit Y. Sicher? Ja, hier hat sich jemand wenigstens Mühe gegeben, diese Single. Oh nein, der ist tot! Ach, diese arme Kollege. Hat jemand, wollte ich gerade sagen, versucht, diese Single-Wohnung einigermaßen authentisch zu gestalten und der tote Hamster, seien wir doch mal ehrlich, wer hat nicht ab und zu mal mit einem toten Hamster zusammengelebt? Poor Potty Potty has been a bit quiet lately. Poor Potty Potty has been a bit quiet lately. Nee, ey, wenn du so mit deinen Tieren umgehst, dann hab lieber keine. Aber ich weiß, es ist ein Spiel. Was echt, Neil Druckmann? Bin ich gerade blöd? Das ist doch der, Executive Producer von The Last of Us und auch der Autor. Oder? Sam Barlow? Also irgendwie werden hier einfach nur irgendwelche Namen reingeworfen. Grand Robo Autos Spain. Ja, ist ja gut. Das hier ist für Pflanzen. Eine Vase. Das ist eine Vase. Regenbogenvase. Oh, das ist geil. Das ist nämlich wirklich der Clown. Uzo the Clown. Ja, aus Day of the Tentacle. Aber da ich den nicht hauen kann, ist natürlich schon ein bisschen fail. Also bisher finde ich es interessant. Ich weiß noch überhaupt nicht, wo das Spiel hin will. Indem es mir einfach so random Games Memes entgegenwirft. Damit geht gar nichts. How I miss playing games with my friends. So ist das. Die haben halt Kinder. Ah, das Death Note Book. Ein Pudel! Wer einen Pudel hat, kann kein schlechter Mensch sein. I was up until late yesterday looking at flights to Japan, but I have no money. Dann, also, ne? Kann man es eigentlich auch erstmal lassen? Ich würde sagen, Geld ist, warum vorher gucken? Vor allen Dingen nach Flügen. Ist ja, ich verstehe ja, dass er nach Japan irgendwie will und sich in Japan umgucken will. Aber was bringt dir zu wissen, was ein Flug kostet, wenn er doch eh zu teuer ist, weil du kein Geld hast? Ich habe übrigens meine Hochzeitsreise nach Japan schon gebucht. Und die wird auch geil. Die wird sehr, sehr nice. Da freue ich mich sehr drauf. Das wird geil. Simon in Japan. Akihabara. Akihabara. Alle sagen, Gaijin! Guck mal, der Weiße da, das ist doch der Nicht-Asiate von Game One. Und ich sag, yeah, hi Fans, ich bin's, Game One Mon. Und so geht's dann den ganzen Tag. Ich bin schon richtig happy drauf, wenn ich dran denke. Nur Tokio, alles Mögliche, komplett Japan. Alles. Ist wahrscheinlich einfacher, wenn sich Japan bei mir vorstellt, wenn ich einfach am Bahnhof paar Wochen campe und die bringen alles zu mir, wäre wahrscheinlich für die Umwelt besser. Warum weil ich auf Knien war.
Das mag ich nicht. Warum ist das so dunkel? Ist doch Tag. Damit das Licht surren kann. Den Effekt extra gekauft. 200 Effekte, die man nicht braucht, für 5 Euro. Ich mag es, dass sie wirklich überall diese Sachen rumliegen lassen. Es ist wirklich eindeutig ein Single-Haushalt. Obwohl diese Medikamente, da denke ich eher so an typisch amerikanische Haushalte. Ich kenne sonst niemanden, der auch nur irgendwo seine Medikamente jetzt so großspurig da irgendwie so stehen hat. Oder überhaupt erstmal in dem Alter so viele nimmt. Und warum, wenn du aufgestanden bist, hast du in der Jacke geschlafen? Und warum liegt da rechts daneben eine Hose, wenn du eine anhast? Das ist ein Spiel voller Fragen. Es ist wie Lost. Es ist das Lost seiner Generation. Wie heißt es denn nochmal? Ich habe vergessen, wie es heißt. Master of Puppets. Jack Holmes. Master of Puppets. Oh, noch ein dunkler Raum. My bunny Max, he accompanies me on these lonely nights. Ja, also der Sprecher ist jetzt nicht schlecht, betont es aber sehr komisch und passt, finde ich, überhaupt nicht zum Gesicht, aber das ist jetzt auch scheißegal eigentlich. Wenn man sowas will, finde ich ja super. Watch it. Oh ne, ich dachte, dass es so reinploppt. Ich mag sowas. Ich will mich darüber nicht so lustig machen. Ich könnte es ja auch nicht besser. Aber was ist denn das jetzt hier? Noch eine Bong. Komm, ey. Wie das hier aussieht, da könnte man wirklich direkt einfach anfangen, mal sauber zu machen. Da möchte sogar ich sauber machen. Na gut. Habe ich denn überhaupt... Alter, ich lach mich weg. Guck mal, eben mache ich noch die ganzen Gags. Shy One. Shy One. So nah an Game One. Ja, jetzt weiß ich auch wirklich nicht mehr, was ich noch machen soll. Ist da noch irgendwie... Nee. Noch habe ich ja auch nicht alles. Wo ist denn der verdammte Ball? Wo ist er denn jetzt? Ich werde ihn nie finden. I was up until late yesterday. Ach so, das hatten wir schon. Ja, die Flüge, die wir nicht. But I have no money. I don't have to go anywhere. I should take a shower. Na gut. Ich meine, wird er jetzt auch in den Klamotten duschen? Das sind die Fragen, die ich mir wirklich stelle. Das ist so ungemütlich kalt hier und so irgendwie überhaupt nicht geil mit dieser einen kleinen Halogenlampe. Da würde ich normalerweise so sehr ungern duschen. Da müsste man echt was machen. Da kann man noch baden mit. Da kannst du noch morgen mit baden. Mit dem, was da drin ist. Vielleicht sollte ich aufräumen. Egal, komm. Nicht für den Zettel unter der Tür. Guten Morgen, Jack. Ich habe endlich einen Fall für dich. Es ist dein erster Fall, obwohl er nicht sehr schwierig zu sein scheint. Du bist ja auch nicht der Hellste, ne? Du sollst das Verschwinden eines Mannes namens Frederick R. untersuchen. Vermutlich wäre es besser gewesen, wenn ich dir seinen Nachnamen genannt hätte, statt seinen Vornamen. Denn Vornamen sind nicht so wichtig wie Nachnamen. Aber ich weiß es auch nicht. Ich habe das jetzt so geschrieben. Du bist ja außerdem... Bist ja ein krasser Detektiv. Du findest es ja raus, wie der mit Nachnamen heißt. Jetzt hast du ja schon mal seinen Vornamen. Ist ja die halbe Miete. Der Hinweis kam von seiner Schwester. Sie behauptet, sie habe bei einem Telefonat etwas Seltsames an ihm bemerkt. Sie befürchtet, dass er etwas Verrücktes getan hat. Seitdem
Es ist ihr nicht gelungen, ihn ausfindig zu machen. Und da sie in Frankreich lebt, kann sie nicht in die Vereinigten Staaten reisen, um ihn zu finden. Zu viele Informationen interessiert mich am Arsch. Wir wissen, dass Frederik ein Holzarbeiter ist und mit seiner Frau und seiner 9-jährigen Tochter in einem abgelegenen Haus in den Wäldern nahe, das ist ja schon relativ viele, ne? Nahe der Stadt St. John in Louisiana lebt. Fahr so schnell wie möglich dorthin, versuch ihn ausfindig zu machen. Okay. Ich erinnere dich daran, dass wir gemäß den Datenschutzbestimmungen gegenüber unseren Kunden keine digitalen Mittel zur Kommunikation. Das ist wirklich jetzt kommt. Ja, ja, wir verstehen Entwickler. Kann ich nicht einen Crash haben, weil ich einem Tier ausweiche und dann verliere ich das einfach in einem Fluss oder so, ne, indem ich irgendwo rüberlaufe? Ich will irgendwo Empfang haben, laufe irgendwo rüber über so einen Baumstamm. Ein Adler kommt wegen dem verletzten Frettchen, was ich noch irgendwie so in der Tasche habe, dem ich helfen will, der frisst das und dabei fällt das Handy runter ins Wasser. Ist weg. Wäre besser als das, aber auch teurer. Ich soll dich darauf hinweisen, dass unser Kollege David in diesem Fall ermittelt. Falls du dich mit ihm in Verbindung setzt, kann er dir ein Update geben. Übrigens freue ich mich, dass du dich endlich entschlossen hast, in die Fußstapfen deines Ur-Ur-Urgroßvaters zu treten und den gleichen Beruf zu ergreifen. Woher kennst du den? Wie alt bist du? Deine Tante. Tante, wie alt bist du? Loren Adler. Das war jetzt möglichst viel Exposition, ne? Ja. Okay, damit können wir wieder aufstehen und rausgehen. Na, also wir gehen zum Haus. Bleibt hierbei, bleibt beim Spiel. Das könnte noch nicht gut werden. Ich habe Gutes gehört. Oh, das Springen ist gut, als hätte er einen Sack Kartoffeln in den Taschen. Jetzt weiß ich nur nicht, genau. Das wollte ich ja nur wissen. Licht wäre gut. Well, here we are. Let's see if it doesn't take too long and I find this guy soon. Also die Schrittgeräusche hätten sie echt nochmal neu aufnehmen müssen. Das ist wie wenn ich mein Müsli esse und dabei aus Versehen mit Budi telefoniere. Na, jetzt seht es auch. Think there are many people living around here. Ich bin mir sicher, wir finden entweder eine Lampe. Oder das ist nur ein kurzes Stück. Hast du ein Draht auf der Stirn? Ja, das ist mein Empfang. Ich habe noch so ein altmodisches, wie so ferngesteuerte Autos in den 90ern, noch so ein langes schwarzes Kabel, was bei mir so immer in den Haaren irgendwo reingewurschtelt wird. Aber deswegen kann ich ja auch nur zwei, drei Räume gesteuert werden. Der echte Simon liegt im Bett. Macht das gerade übers Handy. Ja, macht das gerade übers Handy. Liegt. Drüben im Bett. Das ist gut. Das gefällt Budi. Das muss ich Budi mal empfehlen, das Spiel. Das wird ihm gefallen. Das ist die authentische Rauch-Experience. Ja, inklusive diesem Gedanken ist es die authentische Rauch-Experience. Oh, tut das gut. Oh, ich sollte echt aufhören. Nur echt mit den Selbstzweifeln. Die Rachen. Die Rachen 96. Nur echt. Mit den Selbstzweifeln. Nur echt mit schlechtem Gewissen. Das schlechte Gewissen raucht mit. Die Rachen. Rachen 69. Mann, ich hätte echt in die Werbung gehen sollen. Das ist wirklich verschenktes Talent hier bei euch. Hier seht ihr den Grund, warum ich das Spiel gut finde und was gleich auch noch kommt. Es wird noch interessant. Das ist ein richtig schönes atmosphärisches Horrorspiel mit dieser, wie sag ich mal, klassischen Vergnügungspark-Thematik, die man ja aus tausend Sachen kennt. Ne? In letzter Zeit kennen wir es, glaube ich, von Silent Hill 3 mit
Gregor, Fabian und mir. So, ich habe die Lampe gefunden, wie ihr sicherlich gemerkt habt. Ey, dieses Geräusch, das macht mich so fertig. Dieses dumme Laufgeräusch. Ich hoffe, das ändert sich später noch. Ansonsten muss ich das leiser stellen. Als ob man nebenbei Cracker frisst. Hör doch mal auf zu essen, Hauptcharakter. What a long walk. Wieso kann Simon nicht schlafen? Leute, seid doch mal cool. Reminds me of those games that are all the rage lately. Walking Simulator, ne? Sowas wie, hier, Firewatch. Was soll ich sagen? Es ist Party. Es ist 1. Mai. Ich bin eigentlich die lasche Sau, die zu Hause sitzt und streamt. Was ist mit euch los? Ich habe den ganzen Tag... Mein Excuse ist, dass ich den ganzen Tag abgehangen habe. Draußen schon. In der Sonne. 2 Tage lang. Ich muss auch ein bisschen noch für morgen übrig lassen. Außerdem habe ich heute... Bin ich einem Grill mit der App hinterhergefahren. Mit dem E-Roller. Weil ich sicher gehen wollte, dass ich den hab. Es war Hammer. Und dann habe ich meine Bücher geschrieben. Oder an mein Buch geschrieben, meine Geschichten geschrieben. Bin da auch richtig weit. Bin jetzt in der ersten richtigen Korrektur. Bau das Buch quasi zusammen. Es ist wundervoll. Ich habe eine gute Zeit. Am Ende stellt sich raus, Budimon ist ein Simon-Bot, der von Budi ferngesteuert wird. Ja, die Möglichkeit besteht, aber nach 3 Kindern würde ich persönlich nicht noch Bock haben, mich zu steuern. Du musst ja dann auch mein alltägliches Privatleben hier steuern. Heute habe ich zum Beispiel aufgeräumt, Geschirr gedingens hier eingeräumt und Klamotten gewaschen. Glaubt ihr, es hat Budi gemacht von zu Hause aus? So, ich bin jetzt ruhig. Ich vergesse immer. Could this be Frederick's house? Ja, vielleicht. Ich vergesse ja immer, dass uns manche Leute ja auch nur auf YouTube gucken. Und die haben dann einfach nicht denselben Vibe. Ich möchte ein bisschen ruhiger sein. Die alten Schlappen vor der Tür. Schöne Farben irgendwie. Großmutter, wo ist Frederik? Na gut, offensichtlich gehört der hier dazu. They've left you without any food, eh? Das ist doch ein Wolf. Das ist doch kein Hund. Weiß. Das könnte sein, ne? Tasty Beef geht aber nicht anklicken. Ich nehme einfach mal an, weil ich ja auch ein verantwortungsbewusster Hundehalter bin, dass man den Hund jetzt füttern muss. I don't need them. Ja, Schnitt in einer halben Stunde. Wo sind die scheiß verdammten Shotgun-Shells? Essen für den Hund. Ich gehe jetzt hier nicht ohne Essen für den Hund. Looks like someone had to get out of the house fast. Mitten beim Füttern? Na gut, dann würde hier wahrscheinlich irgendwo Futter liegen. They've left you without any food. Oh, das tut mir schon leid. You without any food, eh? Ja, vielleicht muss man wirklich ihn nicht füttern. Nee. Also wenn ich mir was sagen darf, die eine Sache, die wirklich überhaupt nicht reinpasst, ist der Reis. Hättet ihr in dieser Hütte einen riesigen Sack brauner Reis? Nee, oder? Ich muss manchmal so einen Sack hier nach Hause schleppen von einem Asia-Shop und ich bin der Einzige, den ich jemals gesehen habe mit so einem Sack. Und das liegt natürlich an meiner Frau. Und ich bezweifle, dass hier in dieser Hütte irgendwo jemand braunen Reis isst. Aber andererseits ist ja so überlebenswichtig, ne? Reis und Bohnen. Gary's Polaroid Mix. Also hier ist auf jeden Fall irgendein Chaos passiert. Die waren gerade am Grillen, waren wirklich gerade so fertig. Überstürzt sind sie abgehauen. Der arme Hund.
It's very dark. I could use the flashlight. Habe ich natürlich alles schon. Offensichtlich hat er noch zwei weitere Reissäcke in den Schuhen. Ey, bin ich der Einzige, den das total stört, dieses dumme Geräusch von dem Laufen? Ich hoffe wirklich, das wird noch verändert. Ansonsten muss ich ein bisschen runterdrehen. Aber ich will ja auch nicht die Atmung verlieren. Wie kann man das denn so dumm machen? This must be Frederick's house. Das hast du bei dem anderen Haus auch schon gesagt. Wahrscheinlich bin ich jetzt genau in die falsche Richtung gelaufen und laufe jetzt einmal um das Ding rum. Aber vielleicht gar nicht so falsch. Oh, nee, hier könnte auch. Ein beherzten Sprung. Guck mal, da ist sogar ein Briefkasten. Nee, da ist sicher nichts drin. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ich muss sagen, sowas hier ist ja für uns versierte Horror-Veteranen ja alles kein Problem mehr. Sowas gucken wir uns ja einfach an, kribbeln ein bisschen so, finden die Stimmung gut, achten so ein bisschen auf Details, aber so richtig Angst macht es einem ja auch nicht mehr, obwohl die Stimmung gut ist. Aber wenn das hier jetzt alleine in echt, wenn ich jetzt alleine wäre in echt, ey, mir wird so der Kackstift, da brauche ich ja auch nicht so dramatische Geiger im Hintergrund oder so bedrohliches Wummern. Da würde ich mich einfach hier direkt hier jetzt einfach hinsetzen, erstmal schön einen Haufen legen, einen Panikhaufen. Auch damit die Cops später wissen, dass ich hier war. Oder damit ich es nicht in der Hose habe. Dieses Kreischen wäre in meinem Kopf die ganze Zeit. Ich bräuchte es hier gar nicht hören. Das ist furchtbar. Aber irgendwie auch schön. Aber in Spielen braucht man dann oft nochmal eine extra Portion. Das ist echt schön gemacht irgendwie, oder? Also es hat ein bisschen komisch angefangen, aber jetzt? Ich finde, man kann sich bei Horrorspielen auch immer direkt diesen Anfang sparen. Braucht keiner. Muss ich denn noch wirklich, als er in der Jacke in seiner Wohnung aufwachen? Wofür? Er ist Maler. Ah, oh, das ist ja unangenehm. Nimm. Auch noch. Kegelägen. I don't even want to imagine what could be there. Gut, man erwartet natürlich jetzt einfach nur irgendwelche Fischinnereien oder so. Das sieht ganz geil aus. Krieg ich direkt so ein Lovecraft-Feeling. Okay, wo? Da. Ich muss mal wirklich loben, die Steuerung der Kamera ist, dafür, dass es so ein Indie-Projekt ist, wahrscheinlich relativ weich und butterweich und flüssig. Das Headbobbing ist nicht zu übertrieben. Also es sieht angenehm aus beim Umgucken.
Zumindest habe ich da echt schon Schlechteres gesehen. Aber die Lampe bringt wie alle Taschenlampen nahezu nix. Sie, an, aus, an, aus, an, aus. Ihr könnt's. Na, okay, da sie. Aber hier? Ja, okay. Komm. An, aus. An oder aus? Herzlich willkommen bei. Es ist an oder aus. Okay, ihr kennt's wegen den kleinen Blättern. Aber das war's auch. So, nächste Woche bei an oder aus. Wir hauen uns die Lichter aus. Gegenseitig. Sehr geehrter Herr Friedrich, bitte werfen Sie bitte werfen Sie keine Abfälle in den See. Der Müll türmt sich auf und schwimmt dann an der Oberfläche. Außerdem ist es ja auch kein fließendes Gewässer, das schimmelt. Sie sollten auch den Abwasserkanal unter Ihrem Haus im See überprüfen, da Sie nachts seltsame Geräusche hören. Vielleicht hat sich wieder ein Tier eingeschlichen. Mit freundlichen Grüßen, der Förster. Kein Name, nur der Förster. Sie wissen, wer das ist. Wer soll das denn sein? Ich bin das. Ja, aber Ihr Name, der Förster, steht doch da. Nee, jetzt mal ernsthaft. Wenn Sie jetzt irgendwo eine Pizza bestellen und die wird geliefert, wohin denn? Der Förster, Försterweg 25. Ihr Name ist der Förster? Ja, Mann, habe ich vor 25 Jahren ändern lassen, als klar war, dass das mein Job wird, mein Leben, meine Berufung. Kann ich nichts gegen machen, um ehrlich zu sein. Zumute, wenn er so früh wusste, was er werden will, gut für ihn. Ich wusste auch früh, was ich werden wollte. Okay. Closed. I'll have to look for another way in. Also, das ist wirklich auch spukiges Spukhaus hier, wo jede Aktion ein spukiges Gruselgeräusch erzeugt. Oh, komm. Nee. Wenn das jetzt Lovecraft wäre, würde jetzt ein zweibeiniger Fisch aus dem See steigen, um dir nachzusteigen. Das ist wahr, ne? Oder man selbst müsste ins Wasser steigen und würde unter Wasser, über Wasser wieder rauskommen, in einer ganz anderen Ecke. Oh, kurz mal, weil wir es passt, weil wir reden über Horrorspiele. Ich habe vor kurzem quasi, für mich ist das der spirituelle Nachfolger von Scorn, ist aber was anderes, heißt Necromantia, nicht Necrophilia, aber so, es hat einen ganz geilen Namen. Und da steuert man wohl eine Person, die eine riesige andere Kreatur steuert. Dann so Rätsel löst in einer für Giganten gedachten Welt. Und das hat mich sehr an Lovecraft erinnert. Und das sah aber auch cool aus. Ihr werdet gleich mal im Chat mir den Titel wahrscheinlich sagen. Aber das könnt ihr euch mal vormerken. Das könnte nett werden. Necromont? Nee, das ist mein Horrorspiel, wird so heißen. Wo ihr von der Steuer verfolgt werdet. Das wäre mein Horrorspiel. Am Anfang muss man auch erst seine Steuer machen und dann, man macht ja eh was falsch, dann verfolgt einen die Steuer wegen den Dingen, die man falsch gemacht hat. Necromantis. Ich war mit Necromon gar nicht so falsch, ne? Necromantis könnte es sein. Könnte sein. Irgendjemand googelt mal nach. Okay, wir denken kurz mal nach. Wir können ja klettern. Also ist es wahrscheinlich auf dieser Entfernung, von dieser Entfernung betrachtet, sowas hier, oder? Nee, auch nicht. Ha, das hätte jetzt aber gut sein können. Das sah doch nur wirklich so aus, als könnte man da hoch. Man muss eh fragen, ob das da drin brennt. Das soll es wahrscheinlich. Der Abwasser über durch den. Ich meine, ne, ist ja irgendwie logisch, aber andererseits will man es auch nicht wahrhaben. Aber man muss wahrscheinlich über den Abwasserkanal reinkommen. So wie all die Leute, die immer bei eurer Mutter übernachten. Die können, damit die an euch, an eurem Schlafzimmer vorbei, kommt jemand durchs Klo.
Alter, warum? Warum war ich nicht? Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Ihr habt euch so angezogen. Necromantic, also ihr findet den schon. Den googelt das mal. Sagt mir aber bitte Bescheid, ob das wirklich so heißt. Nyctophilia. Mann, jetzt, Leute, jetzt müsst ihr mich mal wirklich auch, jetzt müsst ihr aber wirklich mich unterstützen, auch bei dem Namen von dem Spiel. Weißt du was? Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss der Berg zum Propheten kommen. Und zwar habe ich doch heute erst eine E-Mail dazu bekommen und habe einen Key bestellt. Wir gucken uns das jetzt gemeinsam an. Ich finde es. Scheiße, ich finde es nicht, ne? Nyctophilia ist, wenn man die Dunkelheit mag. Jetzt, da keiner von euch, das ist interessant, weil keiner von euch hat es gefunden, das heißt wirklich in dem Fall, dass es anders heißt. Ah, aber dann schaue ich mal nach gesendet, ne, weil ich den ja heute, wie gesagt, noch geantwortet habe, dass ich gerne einen Key hätte. Oh shit, nein. Oh, das ist heute alles auf 1000 Plattformen verteilt. Stimmt, die hatten irgendeine Plattform, wo ich mich anmelden musste. Mann. Ja, okay. Da ist es! Oh, wie geil, ich hab's gefunden. Necrophosis. Und nur, weil wir das jetzt wirklich gerade so lange rausgezögert haben, alle, die es jetzt hier, ne, die gleich ins Abwasserrohr wollen, Geduld. Geduld, liebe Menschen. Wir gucken uns kurz diesen Trailer an. Weil ich finde, der hat's nach dieser Geschichte, haben wir ihn so mit Emotionen aufgeladen, dass wir ihn jetzt auch sehen müssen. Ne? So, außerdem lässt es mich nochmal gerne darauf hinweisen, dass ihr jetzt sehr, sehr gerne hier, wenn ihr Bock habt, mal ein Abo hinterlassen könnte auf meinem Kanal. Da, Achtung. Ja, ich finde, der ist ganz geil. Jetzt hau mal hier richtig HD raus, mein Freund. Wir haben Publikum. Ich glaube, es hackt, ne? Kommt der hier mit 360p? Sitze ich hier alleine, dann gucke ich das auf meiner Apple Watch. Ich finde, wir gucken uns das nochmal an, weil ganz im Ernst, der Moment hat mich mega gekillt, als ich diese riesigen Viecher sehe und merke, die steuert man. So fühle ich mich, wenn ich das höre. Ja! Oder? Irgendwie geil. Hat was. Also man muss, glaube ich, mehrere dieser großen Maschinen aktivieren und dann führen, um weiterzukommen oder so. Ah, die Mucke ist auch gut. Das ist voll Lovecraft mit diesen riesigen Eingängen. Das wiederum eben was Scorn. Nicht schlecht, oder? Necrophosis, demnächst bei mir, ist, you've heard it first. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen dran erinnert, die Geschichte habe ich ja, wie gesagt, eben schon erzählt. Aber, neben The Shore, was ich euch auch als VR und normal empfehlen kann, habe ich auch einen Key angefordert für die VR-Version, damit ich das im Shocktober nochmal spielen kann. Ja, wie gesagt, ist das, glaube ich, ganz cool. Mal gucken. So, Kanalisation. Ja, ihr habt natürlich recht, ne? Im Grunde
wie Berlin. Aber Berlin in einer Dürreperiode vielleicht. Okay. Mhm. Ach komm, aber ich soll doch... Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Nee. Ich bin hängen geblieben. In der Grafik. Ich muss... vielleicht auf der anderen Seite das Rohr finden. Oder es ist halt wirklich das hier. Nee, aber das sieht nicht aus. Das ist doch irgendwie... Ich weiß nicht, was das sein soll. Aber es ist doch kein Abflussrohr hier. Das könnte schon so ein... wie so ein Öltank sein, vielleicht sogar so ein Gülletank. Okay, hier ist auch nichts. Bin ich tot? Nein. Es ist halt wirklich... Die haben nicht damit gerechnet, dass jemand so doof ist. Okay, wie komme ich wieder hoch? Ich kann nicht mehr springen. Oh Mann, ey. Ah, da ist es doch. Habe ich doch gefunden. Okay, irgendwie komme ich rein. Obwohl da Gitter sind. Nicht hinterfragen. Einfach nur spielen. Genießen. Licht an, Licht aus. Da hat er vielleicht nicht das richtige Asset gehabt. Danke, Arschloch. Is this all blood? Das Auge. Das ist ja einfach zu geil, wie das Auge noch so. Well. Ich kann richtig verstehen, wie er so die Geschichte rückblickend erzählt. How did I end here? Well, let me explain. Und dann siehst du ihn eigentlich nur wie so ein glücklicher junger Mensch, der irgendwo wirklich auf dem Zenit seines Lebens steht. Und dann am Ende hat er gar nichts mehr zu tun mit den eigentlichen Geschichten. Es ist einfach nur noch die Leiche in dieser Ecke. Ist das Essen oder der Nachttopf? Ich dachte gerade für einen Moment, könnte da irgendein Code drin versteckt sein in dieser Geschichte. Wenn, dann ist es 7 und 2. Ja. What the fuck is this place? Hahaha.
Für einen Moment habe ich mich echt fies erschreckt gerade, aber nur so für wirklich eine Millisekunde. Ah, okay, das ist so eine von diesen Geschichten, hier so animatronische Puppen. Eins von diesen Spielen vielleicht. Wir sind ja auf einem Jahrmarkt, aber wahrscheinlich ist einfach alles dabei. Aber offensichtlich, die fangen hier jetzt nicht. Die pullen jetzt keine Punches und fangen jetzt nicht klein an, ne? Bei denen liegt direkt das Menschengedärm im Kühlschrank. Und dann auch noch offen. Denkt denn keiner an die Energie? Oh, das ist ja geil. Das ist ja geil. Ah! Disgusting. Nimm doch das Messer mit. Disgusting. Auge, ich weiß nicht, ob das der Effekt ist, den sie gerne hätten, dass dieses Auge immer so cartoonig aussieht. Aber da ist offensichtlich jemand schwer zuzukriegen. Alter, der hat ja sogar, jetzt raff ich das erst. Alter. Wood, organs, bones. Ja, so weit, so normal. Ey, krass. All kinds of tools and a sewing machine. Ja, die Stimme macht es tatsächlich ein bisschen zunichte. Ich glaube, das wäre sogar fast besser ohne. So eine Mischung aus ganz alten Maschinen, Leichenteilen und dann neuem Krimskrams dazwischen. Friedrichs Notizen. Das sehr starke Gift, das in den seltsamen Spinnen in den Höhlen am Slot Galschmin gefunden wurde, hat meine Untersuchung auf außergewöhnliche Weise vorangebracht. Das in diesem Gift enthaltene Enzym verdirbt das Fleisch der infizierten Person sehr schnell und führt zu einer fast sofortigen Muskelversteifung. Wenn man jedoch das Antigen isoliert und Adjuvantien einsetzt, erreicht man den gegenteiligen Effekt. Dies verhindert die Fäulnis des Fleisches und regeneriert es wieder, während die gewünschte Steifheit erhalten bleibt. Wir alle denken dasselbe. Da ist enormes Potenzial im 50-Plus-Segment der Männer. Müssen wir nochmal drüber nachdenken. Das Problem mit dem Knochenmark bleibt jedoch bestehen. Das Kalzium korrodiert schnell, was zu Bänderrissen, Knochenabsplitterungen, Blutungen in lebenswichtigen Organen und Rissen im Körperinneren führt. Ja, aber die gewünschte Steifheit bleibt erhalten. Muss man irgendwo auch mal ein bisschen ausgleichen, ob einem das wert ist. Das Ergebnis ist ein schneller und unglaublich schmerzhafter Tod, aber die Steifheit bleibt doch erhalten. Sogar noch bis zu 6 Stunden nach dem Tod und dann erst auch wieder wegen der gleichen Starre. Ich müsste eine Lösung finden. Ich glaube, ich habe eine Idee, aber ich muss weitere Tests mit dem Holz durchführen. Es ist einfach too much, ey. Too much Sachen, die ich dazu sagen will. Take the revolver if it wasn't in pieces. Ja, da sieht man mal, ne, dass ich so alte Säcke in der Community habe. Die wollen alle wissen, kannst du es nochmal vorlesen? War da eine E-Mail mit der Steifheit? Du hast jetzt nur den Part vorgelesen, wo sie alle sterben, aber wegen der Steifheit. Kannst du da nochmal, war da vielleicht eine URL? So. Oh, das ist auch gut. Das mag ich. Das wäre ein sehr gutes Spiel für Home oder so. Da ist ein Item in so einem Glas in Unreal und die Leute müssen raten, was es sein könnte. Ich meine, es ist offensichtlich ein Kopf, aber das könnte ja auch ein Telefon sein. Also jetzt nicht, aber wenn es eins wäre, würde man es trotzdem schwer erkennen. Ach, naja, gut. Also, ne, entweder wurde aus den Menschen Puppen gemacht, das kann ich mir vorstellen, dass genau aus diesen Menschen irgendwie animatronische Puppen wurden, oder er hat versucht, Puppen mit Menschen zu verbinden, aber das ist alles schon sehr, sehr verwirrend, finde ich. Aber gut. Spiegel? Ach, hier, dann nicht, ne, dann hättest du doch wirklich ganz gespart, den Spiegel.
Okay. Jetzt haben wir immerhin verstanden, was genau ungefähr mit uns passiert ist. Wir wurden da irgendwo runter. Sind wieder mal alleine. Das machen die sehr gerne, ne? In allen Teilen. Resident Evil, irgendwo wirst du immer gerne in den Keller geschubst. Hier, jetzt komm du mal alleine klar. Welche drei Nicht-Horrorspiele hast du seit 2003 am meisten gespielt? Naja, auf jeden Fall schon mal Elden Ring. Ich überlege gerade, ob es sowas sein könnte wie The Captain oder so. Spiele, die ich einfach lange durchgespielt habe. Aber ich glaube, nee, am Ende waren es einfach die Spiele, die einfach lange gedauert haben. Last of Us 2. Tomb Raider. Die dauern alle auch eine Weile. Alone in the Dark ging sehr schnell vorbei. War ja auch ein Horrorspiel, könnte man sagen, ja. Nein! Das ist doch mein Herz! Du hast nicht mal gefragt. Aber das war ja nun wirklich gut, okay. Oh, nee, ernsthaft? Nee, das ist das Ding, ne? Ja, für einen Moment dachte ich schon. Nein, ihr seid wirklich frech. Na gut, egal. Jedenfalls... Jedenfalls, naja, habe ich halt gedacht, da kommt die nächste Cutscene, wenn ich da hingehe. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich erledigt werde. So, wir nehmen direkt alles mit. Aber wofür mache ich denn das, wenn das nicht dafür steht, dass man da ein bisschen speichert oder so? Ne? Kann man ja schon denken. Ich meine, der Sound ist schon ein bisschen eerie und macht Angst, ne? Das haben sie gut hingekriegt. Nee. Oh, da? Nee, wo war's nochmal? Da. Das ist einfach so ein wundervolles Schlaggeräusch. Einfach so eine gute Klatsche. So. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt kann ich aber nicht hier speichern, oder wie? Das ist ja gemein. Okay. Dann werde ich da natürlich jetzt nicht nochmal hingehen. Thank you.
Da krabbelt's einen, da juckt's einen direkt, oder? Wenn man das sieht. Bin ich der Einzige, der es richtig schlimm findet? Kann ich hier ranzoomen? Ach du Scheiße, sehe ich jetzt erst. Ah, der C47, den müssen wir irgendwann rausnehmen. Ah, ekelhaft. Vielleicht machen die Spinnen das aus jemandem. Ich meine, ne, da sollte man natürlich nicht lang gehen, oder? Die lauert da oben doch. Warum? Man sollte auf gar keinen Fall, da liegt sogar ein Gerippe. Aber ich hätte gern gesehen, was passiert, wenn ich da hingehe. Auch wenn ich weiß, was passiert. Aber hier kann genau dasselbe passieren. Jan! Geh an! Geht nicht an. I don't have this weapon. I'll keep the ammo. I don't have this weapon. I'll keep the ammo. Und jetzt habe ich die Waffe. Oh, now we're talking. Jetzt ist es ein waschechtes, schmutziges Resident Evil. Im Kellergewölben mit der Knarre rumstochern. In den Eingeweiden. Unvorbereiteter Gegner. Der hier war auch unvorbereitet. Deswegen hat er sich auf die Wand verbreitet. Zwei Gehirne. I'm very sorry, David. Du weißt doch, wer das war. Ja gut. Hat er ja gesucht, ne? Ne? Was hält die aus? Frederik ist verrückt geworden. Er hört nicht auf die Vernunft. Der Tod seiner kleinen Tochter scheint ihn für immer traumatisiert zu haben. Er ist ein gewalttätiger und unberechenbarer Mensch. Er ist ein Irrenhaus da draußen. Da oben. Experimente an kleinen Kindern. Marionetten, die sich von selbst bewegen. Riesenspinnen. Wenn du das liest, lauf weg von hier und geh nicht aus diesem Haus. Geh nicht in dieses Haus. Ey, Simon, ich habe mir das Bein gebrochen, als ich hier runterkam, um zu fliehen. Also ist es zu spät für mich. Sag meiner Frau, dass ich sie liebe. Wegen einem fucking Bein beißt ihr das Ding ab. Ja, okay, da ist noch irgendwas anderes gekommen, ne? Naja, er war offensichtlich kein besonders smarter Typ. Aber ich finde, er ist eine ganz gute Wandfarbe. Dave, wenn du auch sonst nichts konntest.
Meint ihr, das sind diese Nosferatu-Spinnen, von denen alle reden? Nee, die sind noch größer. Wenn ihr die mal gesehen habt, die sind noch größer. Nochmal so einen halben Meter dazu. Ach, ist das ekelhaft. Kommt auf jeden Fall jetzt doch wieder einiges an Spannung zusammen, muss ich sagen. Das ist simpel, aber effektiv, was hier versucht wird. Was da hinten noch. Man hat jetzt gar nicht versucht, das unnötig auszuschmücken hier alles, sondern es geht nach dem Intro direkt los. Ich weiß halt nur nicht, in welche Richtung. What the fuck are those things? Da, okay. Dieser kurze Sichtradius durch die Lampe und so, das sorgt natürlich automatisch dafür, dass man sich einen kleinen Tropfen in die Hose macht vielleicht ab und zu. Einen ganz kleinen. Was ihr hier hört, ist nämlich überhaupt kein Wasser da unten am Boden. Mein Mikro ist nur zu gut eingestellt. Ah, Gott. Da waren wir ja schon, oder? Da vorne. Jetzt kann ich aber ja auch mit der Waffe bei diesem Vieh, was hinten am Gang stand, wahrscheinlich weiterkommen. Aber bevor... Ich gucke erst nochmal, ob sich hier noch irgendwas ergibt, aber wahrscheinlich muss ich einfach zurück. Ich laufe noch einmal rum. Ist ja kurz. Ja, da war... Oh. Okay, hier waren wir auch schon, verdammt. Das ist echt die Ecke, wo wir schon waren, ne? Aber die andere Ecke war ja auch schon eine, wo wir waren. Jetzt bin ich einmal rumgelaufen. Gut, jetzt haben wir es wirklich einmal ganz gesehen. Ne? Hier kommt jetzt wieder der Anfang. Hier kamen wir her. Ja, der kaputte Raum mit der kaputten Decke, genau.
Dann sind wir letztes Mal... Hier vorne war das Monster, das ist jetzt weg. Da sind wir durch. Hier durch sind wir eben auch schon. Aber hier muss da noch ein anderer Weg sein. Irgendwas hier muss da noch irgendwie... Oder? Hm. Ich glaube, ich habe irgendwo eine Ecke übersehen. Exemplar Paul. Er legt eine extreme Gewalttätigkeit an den Tag. Er tötet die Testspinnen, als wären sie Fliegen. Ja, das klingt aber eigentlich, als wäre es ein guter. Paul! Du hast nichts falsch gemacht. Aber scheinbar haben sie ihn dann doch irgendwie erwischt, ne? Scheinbar. Ich meine, wie oft kann man hier jetzt noch rumlaufen? Ich muss mal schauen. Hier vielleicht das? Ist das relevant? Nee, auch nicht. Jetzt könntest du aber die Trolle erschießen, die ich doch eben gekillt hat. Ja, die ist jetzt aber weg, leider. Die war quasi hier an der Stelle. Oh, könnte ich da jetzt vielleicht... Aber was habe ich davon, auf die zu schießen? Habe ich ja nichts von, ne? Ich dachte, vielleicht ist da was drin. Ne, ich habe, wie gesagt, die Troller von vorhin ist jetzt nicht mehr da. Ekelhaft. Wenn ich sie jetzt... Also, ich würde ja merken, wenn ich eine von diesen Türen aufmachen könnte, aber das geht ja nicht. Also brauche ich mir... Kann ich mir das echt sparen. Jetzt bin ich aber wirklich von allen Seiten da gefühlt einmal durchgelaufen. Hier ist der Typ, ne? Den kennen wir auch schon. Okay, vielleicht habe ich hier noch was übersehen. Nee. Immerhin speichern, ne? Vielleicht muss man ja auch alle Kerzen, ob das gut ist da drauf. Naja, egal. Muss man ja alle Kerzen irgendwie aktivieren, auch damit es weitergeht. Of damp boxes. Man muss wirklich immer sehr nah rangehen, damit er irgendwas erkennt hier. Irgendwas interagiert. Deswegen checkt man das manchmal nicht. Was hier zum Beispiel? Nee, der andere war aber zum Beispiel. Der eine Müllsack. So, na gut, hier war ja, wie gesagt, eben die Spinne links. Gucken wir mal weiter, ob ihr noch vielleicht irgendwas findet. Nee, tatsächlich. Habt ihr auch keinen Tipp mehr? Es ist halt wirklich so dunkel, dass es schwerfällt, irgendwas zu erkennen. Außerhalb. Nee, leider nicht. Rennen sollte man eben auch lassen, weil man natürlich an allem vorbei rennt sonst. Kann ich hier zum Beispiel noch was... Die Masken... Ah, das sieht eklig aus. Diese Dinger hier auch nicht. Das Ding... Nee. Aber das Ballern ist ganz gut gemacht. Also die Art, wie das so recoilt und vibriert und die... Patrone in die Kamera fliegt, ist, finde ich, ein sehr guter Mechanismus. Das kriegen ja auch nicht alle hin, ne? Dass das befriedigend aussieht und sich anfühlt. Nur bei Treffern bin ich mir nicht sicher. Da habe ich nicht das Gefühl, dass es schon so hundertprozentig gut ist, das Trefferfeedback. Ach Mann, ey. Ich finde es einfach nicht.
Also ich sag schon mal gleich für alle, die jetzt hier denken, oh nee, dann gehe ich lieber. Sollten wir jetzt hier nicht weiterkommen, ist kein Problem. Ich habe noch ein, zwei andere Spiele heute vorbereitet. Finde es hier aber auch nicht verkehrt, möchte ich sagen. Nur... scheinbar, ja, mache ich ja irgendwas auch noch grundlegend falsch. Jetzt bin ich immer links gelaufen. Vielleicht war es das. Alter. Stimmt. Runtergefallen, hier hochgekommen. Habe ich den Schlüssel? Ich, um echt zu sein, dachte ich, habe den Schlüssel vielleicht. Muss ich den vielleicht irgendwo noch finden? Schlüssel zum Keller. Ne? Es ist er doch, oder? Ich hab doch einen Schlüssel zum Keller und hier kam er doch am Anfang her. Nicht tot. Kannst du das Schloss aufschießen? Ja, ist eigentlich eine gute Idee, ne? Ich glaube aber nicht. Mein Name ist Super Idiot. Mein ich baller. Wenn er ballern will, keine Ahnung. Ich muss ballern. Wenn er ballern will, keine Ahnung. Er wird aber ballern. Wenn er ballern will, keine Ahnung. Na, das ist jetzt Mobbing. Ne? Zur Strafe wird geballert. Ich baller. Wenn er ballern will, keine Ahnung. Es ist wirklich unfassbar. Da habe ich einfach nicht mit gerechnet, weil es offensichtlich ich einen Schlüssel für den Keller brauchte. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen Muni verballert, aber ist egal. S plus M. Sogar so verbaute mechanische Teile, also ein komisches frankensteinisches Monster hier. Gern geschehen. Ja, war wirklich eine gute Idee. Ballern funktioniert einfach doch immer. Zu selten versuche ich, Schlösser aufzuschießen, weil das normalerweise nicht geht. Also es geht, du brauchst halt immer, ne, ihr kennt das ja, man braucht Brechstange dafür oder das Schneidwerkzeug oder einen Schlüssel in 1000 Varianten. What the hell are these puppets? Had it with his motherfucking puppets in that motherfucking Vergnügungspark, Alde. Ah, nix davon geht. So, hier waren wir ja schon. Na? Ich meine, um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass ich jetzt irgendwie zurück muss. Aber jetzt haben wir es soweit gemacht. Jetzt gucken wir mal, wie weit wir zurück können. Du hast es doch vorhin schon gefragt, als wir rein sind.
Er ist ein richtiges One-Trick-Pony. Du hast nicht gesagt, dass wir auch zurückgehen. Wenn ich hier zurück kann, ist auf jeden Fall sehr ungewöhnlich. Nee, geht nicht, ne? Ich dachte halt, ne, vielleicht kannst du jetzt draußen irgendwas finden mit dem Shit, aber mit dem Kram, den ich hier habe, aber... Nee, stattdessen eier ich jetzt hier rum. Okay, ich mache nicht mehr lange hier mit diesem Spiel, aber würde vielleicht, je nachdem, wie ihr es gut findet, nochmal reingucken. Es soll nicht so lang sein. Und ich mag, dass man jetzt zumindest sieht, es ist nicht nur ein Walking Simulator mit ein bisschen Grusel, sondern eben auch mit ein bisschen Geballer. Auch wenn nicht alles physikalisch korrekt ist, haben wir jedoch versucht, jede Tonne voller Leichen zu packen für euch. Nee. Ja, man muss es doch mal probieren. Das ist aber auch ekelhaft. Keiner räumt auf. An der Tür muss man sich bücken. Wieder hier. Ich meine, wie gesagt, wir machen jetzt nicht mehr ewig, aber ich hätte gern noch was Neues entdeckt. Aber es ziert sich ein wenig, das Spiel an dieser Stelle hier. Nee, und jetzt geht's wieder nicht. Aber jetzt vielleicht. Wird immer dümmer. Aber es hat funktioniert. Die Waffe, die man vorher geholt hat, ist also hier unser universeller Homer Simpson Türöffner. Spiel geht 3 Stunden aufwärts. Ja, wie gesagt, ich würde es von euch abhängig machen. Ich mache mir schon extra hier einen schwierigen Spielstand, indem ich die ganze Zeit meine Munition verballere. Der ist ja eklig. Herr Frederick, in letzter Zeit bist du mit der Zusendung von Material in Verzug geraten. Wir haben dir regelmäßig Zahlungen zukommen lassen, aber das Material braucht zu lange, bis es im Zirkus ankommt. Du kannst jederzeit mich oder meinen Bruder Alfredo kontaktieren, wenn du Hilfe in einer bestimmten Angelegenheit benötigst. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören, denn unsere besten Fahrgeschäfte sind auf diese Materialien angewiesen. Also, Menschen werden zu Puppen, werden an Jahrmärkte verkauft oder die Puppen werden irgendwie beseelt und dann wieder zurückgegeben. Das erscheint mir doch ein bisschen unnötig kompliziert und menschenverachtend. Also man kann nur wirklich eine Puppe einfach bauen. Und vor allen Dingen, dass sie sich ein bisschen bewegt. Ich verstehe. Wer soll das denn aufräumen? Du wieder, ne? Ja, ich lass dich mal alleine. Spar mal ein bisschen Geld. Kannst ja auch im Dunkeln heulen, oder?
Ah, nee, okay, der Große hat... Ach, ich hätte Schlüssel zum Keller. Eventuell hätte ich das nochmal genauer verwenden müssen, aber... Keiner macht's weg. Der absolute Albtraum einer jeden Person, die dran ist mit dem Wochenplan in der WG. Oh, der Donny hat wieder seine ganzen alten Leichen in der Küche liegen lassen. Die ganze Spüle ist verstopft. Erklärt ihm doch mal, dass wir hier nicht wie in Amerika diese Raspel haben in den Spülen. Das haben wir nicht. Wir haben keine Müllzerkleinerer da drin. Wir haben ja auch schon jetzt ein bisschen lang gespielt. Ne? Wir sind ja jetzt auch schon fast fertig mit dem... Wir haben ja jetzt... Also wir wollen das Spiel ja jetzt auch nicht zu Ende spielen. Ne? Wir müssen den Entwicklern ja auch die Chance geben, dass ihr das Spiel euch nochmal angucken könnt. Wenn ihr es jetzt kaufen wollt, dann wollen wir jetzt nicht für euch schon mal alles zu Ende spielen. Wäre unfair den Spinnen gegenüber, die da vorne im nächsten Raum scheinbar warten. Okay, komm, ich mach noch ganz kurz, aber ich werde jetzt hier nicht weiter. Ja, vor dir habe ich keine Angst. Das war ein riesiger Augapfel mit Beinen. Was für ein weirder Shit geht hier ab, bitte. Das ist nicht erlaubt. Das sind die guten alten Fernseher, ne? Was die noch ausgehalten haben. Ah, das ist nur... Nee, ich dachte, es wäre ein Vorhang. Blablabla. Bla, bla. Irgendwas mit der sterbende Schwan. Hab ich euch Angst gemacht, ne? Als ich kurz das Licht ausgemacht habe. Kann ich verstehen.
Also das war jetzt wirklich ein spannendes Ding am Ende nochmal. Muss ich echt mal loben. Ich habe jetzt hier mal aufgehört, weil, wie gesagt, das Spiel geht nicht so lange. Ich will euch die Chance geben, sich das Spiel mal anzugucken. Ich muss ehrlich sagen, dass diese eine Szene, bei der ich jetzt nicht, manche haben sie verpasst, ich will sie jetzt auch nicht unbedingt spoilern, vielleicht spielt es ja noch weiter oder nochmal. Da war eine Stelle eben in der Küche, die war sehr schlimm und die hat ein bisschen Foreshadowing gemacht über das, was vielleicht noch kommt. Passt ansonsten, was ich gesehen habe, auch zum Rest des Settings. Ich muss sagen, ich mag, dass es kein viel, es hat kein, nicht so viel Shishi drumherum, es ist einfach ein schöner Horrortitel, wie ich in letzter Zeit ja einige hatte, die dann einfach kurz mal Grusel bieten, auch nicht zu lange gehen, auch nicht zu teuer sind, aber insgesamt einfach Spaß machen und auch gut aussehen. Und das würde ich jetzt auf jeden Fall an der Stelle dem Spiel unterstellen, dass es euch Spaß machen wird. Okay. So, wundervoll. Dann habe ich jetzt noch eine weitere Sache. Ich hätte für euch, ihr könnt gleich mal voten. Ich mache gleich mal kurz noch eine kleine Pause. Und dann könnt ihr voten, was ich spielen soll. Ich habe nämlich zwei verschiedene Sachen. Das eine. Moment, ich mache erstmal den Vote. Erstmal danke, dass ihr alle hier seid. Schön, dass wir noch ein bisschen abhängen. Ja, manchmal bin ich nachts noch hier aktiv, aber auch nicht immer. So. Ich versuche halt irgendwie immer so ein bisschen den, Moment, wie heißt das Ding? Pools. So ein bisschen den Durchschnitt zu finden zwischen, ich spiele da, wenn Leute da sind, und ich spiele aber dann, wenn ich auch Bock und Zeit habe. Und tatsächlich habe ich in letzter Zeit einfach, weil ich so viel tagsüber in der Sonne rumsitze und an meinem Buch schreibe, habe ich halt irgendwie gar nicht so die Zeit, dann noch nachmittags, wenn das Wetter auch so gut ist, will ich es gar nicht, zu streamen. Und deswegen ist es ein bisschen reduziert gerade, aber es kommt jeden Tag trotzdem ein Video. Das wird schon. Danke an Hogan wieder mal an der Stelle, dass du hier immer bist. Das erwarte ich gar nicht, aber ich bin natürlich jedes Mal wieder aufs Neue überrascht. Du kannst eigentlich nur ein Bot sein. Okay, ihr habt jetzt einen Vote bekommen und der Vote heißt, was spielen wir gleich? Backrooms Break, ein Backrooms Horror-Titel, bei dem man wohl auch was zerstören kann, was ein bisschen neu ist in dem Setting. Oder Pools, ein Horror-Titel mit diesem typischen Thema, was gerade auch sehr populär ist in Horrorspielen, nämlich so Wasser und dann Liminal Spaces, also ja, in dem Fall weiß ich gar nicht, ob das wirklich dazu zutrifft, aber eben so seltsame Bereiche des Übergangs von A nach B, die einem ein schlechtes Gefühl geben oder zumindest einem ein mulmiges Gefühl. Und das mit Pools in Verbindung, glaube ich, so ungefähr, kann man sich's vorstellen. Weird, aber wird, glaube ich, ganz cool. So, ihr könnt jetzt alle bitte einmal abstimmen weiterhin, was ihr haben wollt. Wir machen kurz ein kleines Päuschen, ihr hört euch einfach mal Gegenparty an und dann sehen wir uns gleich in 5 Minuten oder so wieder hier, ne? Bis dann. Wann ist der Stuhl glatt? Stuhl? Ja, an was für einen Stuhl dachten Sie? Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Oh, so zum Sitzen, ne? Das ist der Stuhl! Stuhl? Alles, was ich wollte, war ein verfluchter Drehstuhl. Wann ist der Stuhl glatt? Jawohl! Dieser Stuhl ist zum Sitzen da!